Als Willi Schulz vor 53 Jahren vom FC Schalke 04 zum Hamburger SV wechselte, konnte der damalige Jungnationalspieler noch nicht wissen, dass er zum größten HSV-Idol der 1960er Jahre nach Uwe Seeler aufsteigen würde. Der gebürtige Westfale, einst beim Wattenscheider Stadtteilverein Union Günnichfeld als Fußballer groß geworden, ist in der Hansestadt längst heimisch geworden. 211 Bundesligaspiele, 5 Tore, hat der säbelbeinige Abwehrspieler für den HSV bestritten, war Mitglied in dessen Aufsichtsrat und stets ein kritischer Begleiter. An diesem Donnerstag wird der gelernte Feinmechaniker, der seinen typisch westfälischen Slang bis heute nicht verleugnen kann, 80 Jahre alt. Dann wird er sich allerdings nicht in der Hansestadt aufhalten. Bei runden Geburtstagen sind wir meist auf Reisen, berichtete Schulz, der Ehrentage traditionell eher still begeht. Vor dem Feiertrubel ist er, anders als früher als beinharter Abwehrspieler auf dem Platz, schon öfter geflüchtet. Vor 10 Jahren war er auf einer Mittelmeerkreuzfahrt, vor 5 Jahren zum Golfen in Spanien, diesmal wird in der Nähe von Dublin gefeiert. Im Familienkreis. Mein Sohn ist mit einer Irin verheiratet, erklärte Schulz und scherzte, ich kann ja nicht einen ganzen Omnibus mit Leuten nach Irland einladen. Auch wenn ihm HSV-Ikone Uwe Seeler in puncto Toren weit voraus war, der kantige Verteidiger gelangte auf seine rustikale Art in die Herzen der Fußballanhänger. Er war für das 2:0 verantwortlich, hat hinten für Ordnung gesorgt. Und das hat er gut gemacht, lobte Seeler seinen alten Weggefährten, mit dem er sich noch häufig trifft und oft auch gemeinsam ins Stadion fährt. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gerne gegen Willi gespielt. Das ist ein eisenharter Knochen, der hat so leicht nichts anbrennen lassen, sagt Seeler. Ich war kein Kind von Traurigkeit, Schulz beurteilt sich im Rückblick ähnlich. Ich war kein Kind von Traurigkeit, aber ich kannte immer die Grenzen, meinte der Prototyp des klassischen Ausburzers über seine Fußballkünste. Immerhin 66 Länderspiele, davon 20 als Kapitän, bestritt er für Deutschland. Er nahm an 3 Weltmeisterschaften 1962, 1966, 1970 teil, wobei sein legendärer Spitzname World Cup Willi 1966 geboren wurde. Denn so hieß damals auch das englische WM-Maskottchen. Kein geringerer als Pe adelte die Verteidiger kannte als harten, aber stets fairen Gegenspieler. Das Fußballerleben könnte so schön sein, wenn es diesen säbelbeinigen Schulz nicht gäbe, meinte der einst weltbeste Stürmer voller Anerkennung. Das war immer hart, aber herzlich, erinnerte sich Schulz an die Duelle mit dem Brasilianer. Während des Spiels hat Pe geknurrt, aber hinterher waren wir immer ein Herz und eine Seele. Mehr zum Thema als Schulz am 24. April 1973 im Hamburger Volksparkstadion abtrat, ging eine stolze Karriere zu Ende, allerdings ohne großen Titel. Denn er hatte nicht nur im WM-Finale 1966 gegen England 2:4 mit dem berühmt-berüchtigten Wembley-Torpech. Mit dem HSV verlor er 1967 DK-Sekunden DFB-Pokal-Endspiel gegen Bayern München 0:4 und ein Jahr später das Europacup-Finale der Pokalsieger gegen den AC Mailand 0:2. Aktuell hofft der Jubilar, dass sein HSV nach dem ersten Abstieg der Clubgeschichte sofort in die Bundesliga zurückkehrt. Der einfachste Weg ist, wenn man direkt wieder aufsteigt, glaubt Schulz. Beim HSV weiß man das, daher ist die Chance gut. Die Spieler bringen ja auch noch was aus der ersten Liga mit. Deshalb bin ich zuversichtlich, DPA.